Ist gar nicht gestellt, das gefällt mir. Ungestellte Videos finde ich ja per se gut. Hi, schön, dass ihr da seid, hier bei meinem Q&A. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen raus aus dem YouTube-Game, deswegen weiß ich überhaupt nicht, ob man das noch so nennt. Ist das noch cool? Sagt man noch Q&A? Oder sagt man mittlerweile auch Frage und Antwort? Oh, nee, die lese ich ganz zum Schluss vor. Warum hast du gefühlte Jahre mit YouTube aufgehört? Rotes Herz. Ja, ich war lange im Ausland. Ich war undercover. Ich musste mich verstecken. Nein, ich war tatsächlich in unterschiedlichen Projekten und YouTube, auch wenn man das immer so, das sieht immer so aus, so ja, machst halt ein paar Videos, aber man braucht halt trotzdem irgendwie Zeit und man muss irgendwie ein gutes Setting für sich haben, das zu machen. Und das habe ich jetzt wieder. Plus eine wichtigste, die wichtigste Sache, ich habe meinen Kanal auch wieder, weil das war vorher nicht mein Kanal. Deswegen ist es jetzt mein Kanal und jetzt kann ich auch meine Videos machen und mit meine meine ich auch Rechte, meine rechte Videos. Ich kriege gleich wieder hardcore auf die Fresse, dass ich das gesagt habe. Richtig? Es wird schon genickt. Und jetzt ist Lockdown, ich habe Zeit, was soll ich machen? Und dieser Mensch fragt, was hat dir in deinem Urlaub in Marokko am meisten gefallen? Also auf jeden Fall das Essen, das war richtig geil. Und der frische Minztee ist Hammer. Also Marrakesch ist auf jeden Fall ein Besuch wert. So. Da wird man dann natürlich auch hart abgecasht, ne? So, sobald klar ist, ey, Euronen sind unterwegs, sofort wollen sie eine Tasche. Ja klar, möchte ich eine Tasche. Anouk-Uki fragt, was macht dich glücklich? Essen. Ansonsten, das macht mich nur grillen. Mein Grill. Wenn ich den, wenn der aufgeheizt ist auf 250 Grad, Alter, ich drehe am Start. Es gibt ja crazy Leute auf Tour, ne? Die fangen ja an mit so wahnsinnigen Fangeschenken. Nicht, dass einer anfängt, mir hier Briketts zu schenken oder so ein Kram, ne? Leute, ich gehe auf den Grill auf Gas, ne? Also nur, damit ihr schon mal wisst. Gott, nicht, dass ihr mit einer Gasflasche, vergesst das einfach. Ist auch egal. SR.Michi fragt, machst du die Therapievideos weiter? Finde dich wundervoll und freue mich auf neuen YouTube-Content. Oh, sehr cool. Erstmal vielen Dank. Und ich weiß es noch nicht, ob ich die weitermache. Das Ding ist ja, die liegen ja so 3 Jahre zurück und irgendwie weiß ich nicht, ob ich jetzt an dem Punkt bin, was zu machen, was ich vor 3 Jahren gemacht habe. Weiß ich nicht. Mal gucken. The smell of rain. Ach, oh mein Gott. The smell of rain at night? Okay, also The smell of rain at night fragt, was ist, in Klammern, oder was sind deine Lieblingsbücher und welche Musik hörst du gerne? Ja, also ich habe ein All-Time-Favorite-Buch und das ist von Caroline Ehmke, das heißt Wie wir begehren. Das kann ich jedem empfehlen, ist saugeil, aber Caroline Ehmke ist generell sehr geil. Und also Lieblingsbücher, also am liebsten, also mein Lieblingsdichter ist Rilke. Ich lese voll gerne Sachen von Rilke, so. Das kann man auch einfach wegsnacken. Ich höre viel Rap. Rrra, was los hier? Gabi, dies, das, Bratas, Bratinas, Braturas. Rrra. Ich finde, dass die Rapper an sich, das ist eigentlich, sind das wie Comicfiguren mittlerweile. Jeder hat so seinen Style und seine Art zu reden. Ich meine, das ist ja auch schon, du erkennst die Person sofort irgendwie. Und die haben auch ihren eigenen Style in den Videos und die machen ja auch alles immer irgendwie mit ein bisschen Comedy im Hinterkopf, glaube ich. Also, ich unterstelle das jetzt einfach mal, weil das wäre richtig krass, wenn man das ernst meint. Warum guckst du so? Ich nehme das zurück. Natürlich. Rap, ganz ernstes Business. Ich weiß nicht, kommen wir jetzt in diese Thematik rein, wo in den Kommentaren die Dinge ausufern werden. Also das ist halt im Rap richtig ausgeprägt, so style-wise, mit so Anglerhütchen und dem ganzen Kram. Wir angeln alle. Dicke Fische im Teich, ja. Und die Mädels haben halt alle so Hardcore-Nails, ne? Damit könnte ich nichts machen. Wie Edward mit den Scherenhänden sind die alle so. Ich weiß nicht, wie die das machen, so im Alltag. Vielleicht könnten mal Leute gerade, Mädels, die so Hardcore-Nails haben, beschreiben, ob das irgendwie cool ist. Also ob das irgendwie mal... Warum mache ich das? Ob das irgendwie voll schwer ist im Alltag und warum man das dann trotzdem macht, wenn man es nicht so braucht. Geht's dann, es geht wahrscheinlich um den Style, ne? Ich habe es einfach nur nicht kapiert, ich weiß. Okay, cool. Das ist mit einem Horror-Q&A, ne? Paul Warmuth fragt, ist Humor für dich etwas unbedingt Fröhliches? Ist die Frage, wie die Frage gemeint ist, ne? Weil, also, ich kann ja auch
über eine krasse Thematik das aufdröseln, ne? Aber der Effekt, der erzielt wird, gerade im Stand-up, ist natürlich, dass egal aus was für tragischen Erlebnissen oder was auch immer du machst, dass du lachst. Das ist das Ziel. Und die Grundsituation muss nicht unbedingt fröhlich sein. Also die ist meistens sogar tragisch. Deswegen haben ja auch alle Comedians richtig einen an der Kappe. Am Fischerhütchen, am Anglerhütchen. Wieso hast du die alten Videos gelöscht, fand diese mega unterhaltsam und bin enttäuscht, dass diese nicht mehr da sind? PS, freue mich schon sehr auf die zukünftigen Videos. Ganz liebe Grüße von mir. Ja, die alten Videos gibt es noch. Die kann man im YouTube-Universum noch finden, halt nur nicht auf meinem Kanal, weil der Kanal jetzt mir gehört. Hat einer Feuer fragt, was ist deine schönste Erinnerung mit Marcella Rockefeller? Für alle, die Marcella Rockefeller nicht kennen, Marcella Rockefeller ist eine Drag Queen, die fantastisch singt und auch einen Alias-Namen hat. Also Marcella Rockefeller ist der Alias-Name und ist eigentlich Marcel. Und Marcel ist ein Freund von mir und wir machen manchmal geilen Shit. Und wir haben zum Beispiel im Gloria Theater in Köln eine Christmas-Show gemacht, also Marcella Rockefeller und ich. Und es war richtig geil. Freut euch auf die Ho-Ho-Ho voll abgefuckte Christmas-Show. Mit viel Eierlikör natürlich. So, weil das ist immer unser Ding und vielleicht gibt es ja auch zu Ostern ein Eierlikör-Spezial mit Marcella. Julball98 fragt, bist du auch in der zweiten Staffel von Binge Reloaded zu sehen? Nee, ich bin bei der zweiten Staffel nicht dabei, aber ich wünsche dem ganzen Team und Cast sehr viel Spaß und Freude bei den kommenden Staffeln. Es war eine mega schöne Erfahrung, vor allen Dingen, weil ich die Route für mich entdeckt habe. Und das ist das Schönste. Jasehase mit 3 E fragt, wie kommt es, dass du dich für ein Rot als Haarfarbe entschieden hast? War noch frei. My.raisin.d.etre, oh, oh, c'est la français, hein? Fragt, Digga, beste Nachricht in diesem Lockdown so far. Was war das Schönste, Berührendste, was je ein Mensch zu dir gesagt hat? Essen ist fertig. Welche Haarfarbe benutzt du? Normalerweise färbe ich nicht so selber, weil ich habe ultra viele Haare und das ist immer voll das Chaos und ich sehe immer aus wie ein geschlachtetes Schwein, wenn ich in der Dusche bin und das auswasche. Aber tatsächlich weiß ich nicht, ob ich das sagen kann, weil das Werbung wäre und ich keine Werbung aktuell mache für Haarfarbe. Aber ey, Leute, die Haarfarbenfirmen, hook me up, bevor ich das ändere, weil allzu lange weiß ich nicht, ob meine Haare das so mitmachen. Blutwurstrot. Anna.wee fragt, kommt es einem nicht irgendwann aus den Ohren raus, wenn man so lange mit einem Programm auf Tour ist und quasi immer das Gleiche erzählt? Liebe Grüße. Nee, tatsächlich ist es vollkommen cool, weil das ist ja so eine Stunde, anderthalb Stunden Programm. Und das ist tatsächlich, verspielt sich das quasi. Und es ist jeden Abend anders. Also so komisch sich das anhört, das kann man auch gar nicht so erklären, aber jede Dynamik im Raum ist anders und was mit den Leuten passiert und es passieren ja auch spontane Momente. Deswegen ist das immer unterschiedlich so und ich freue mich immer wieder, das Programm zu spielen, auch damit ich es nicht vergesse. Ich mache 1000 Stimmen am Abend. Ich denke ja eh, ich bin mit meiner Schizophrenie hart gut unterwegs auf der Bühne. Deswegen, man weiß nie, wer da gerade rauskommt. Hartwigadina5 fragt, was hast du für eine Ausbildung gemacht oder studiert? Streu doch nicht Salz in die Wunde. Findest du auch, dass das Wort Lesbe von der Aussprache her automatisch negativ klingt? Nö, das Wort an sich klingt nicht negativ, es ist nur negativ behaftet, weil die Gesellschaft das quasi negativ besetzt hat, indem man bestimmte Bilder aufgemacht hat, wo das Wort Lesbe dann in einen negativen Kontext gerückt wird. Lespa! Das klingt jetzt nicht so, ist nicht so wohlig, ne? Also es ist ja schon ein hartes Wort. Ich finde, man muss es, wenn was negativ besetzt ist, auch mal wieder positiv besetzen. Also Leute, Lesbe. Einfach mal sagen, tut gut, einfach mal sagen Lesbe. Einfach auch mal den Eltern, einfach mal am Tisch sagen, Lesbe. Die.biene-maja fragt komplett random, welcher Alltagsgegenstand wärst du? Grillzange. Marcella Rockefeller fragt, wann komme ich rum für ein Eierlikör? Ja, Marcella, wir machen zu Ostern ein Eierlikör-Special, würde ich sagen. Wir machen zusammen Eierlikör selber. Das ist mein Traum.
Endlich mal was mit Eiern. Lange nichts mehr mit Eiern gesehen und gemacht. Lieblingsjahreszeit? Herbst. Ich liebe den Herbst. Herbst ist geil, weil das sind so schöne Farben. Ich mag das Leuchten in den Bäumen. Und wenn die Menschen langsam ihre Depression wiederfinden. Alexander Forster fragt, okay, meine Frage wäre, wer ist dein größtes Vorbild? Das kann ich ganz schnell beantworten. Happe Kerkeling. Als Kind hat der mich wirklich komplett in die Welt der Komik geholt, weil ich als kleines Kind schon immer irgendwelche Sounds und Stimmen und so gemacht habe und da nie wusste, wohin mit mir, weil ich habe das alles immer rausgelassen. Und als ich ihn gesehen habe auf der Bühne und wie er in Rollen geht und mit welcher Sensibilität er das macht und wie geil er das aufbereitet und wie witzig und direkt und Hammer, das hat mich so abgeholt. Und das war tatsächlich bis heute das einzige bzw. größte Vorbild auch. Also wirklich, Harpe ist Hammer. Hier mal eine Frage. Was vermisst du am meisten in der Corona-Zeit? Hast du auch schon Lagerkoller? LG vom Hunsrück. Ja klar habe ich Lagerkoller. Ich drehe voll durch. Ich bin ja ein Bühnenmensch. Ich bin ja immer 90% bin ich auf Tour. Was meinst du, was zu Hause abgeht? Es ist Horror. Lauri-439 fragt, du läufst an einem Klassenzimmer vorbei, in dem gerade Aufklärungsunterricht stattfindet. Du kannst was reinrufen, egal was, bevor dich der Lehrer rausschmeißt. Was würdest du den Kids, Jugendlichen zurufen? Vulva! Man kann mich auch buchen für Aufklärungsunterricht in Schulen. Das waren eure Fragen. Vielen, vielen Dank dafür. Und was ich ganz oft gelesen habe, war tatsächlich, was ist mit deinen Live-Terminen? Tatsächlich durch diese ganzen Corona-Bestimmungen ist es so, dass ich bis Herbst überhaupt nicht touren kann. Also ich gehe davon aus. Es kann sich natürlich alles noch ändern. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Infos braucht, stehen die alle auf meiner Webseite www.tane-comedy.de. Da sind alle Termine, auch Terminverlegungen und pipapo, dies, das. Du weißt Bescheid, zapp, Digga. Da gibt es Informationen. So, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Das war ganz unangenehm.